Hallo Kinder und die diesmal waren. Ich bin nicht die Großmutter von Rotkäppchen und der Wolf, auch wenn ich so ein bisschen danach aussehe. Aber den Wolf, den kann man hier durchaus treffen. Und die Chance ist wahrscheinlich größer als in manch anderen Gebieten in Deutschland, wo sich der Wolf aufhält. Denn wir sind hier zwischen Jüterburg und Sperrenberg im Wolfsrevier. Und ich habe mir die Sachkundige mitgebracht. Bleibt dran! Wer hat eigentlich behauptet, dass man für Sand an die Ostsee fahren muss? Das, was ich euch eben gezeigt habe, ist eine rund 900 Meter lange Binnendüne. Das heißt, man hat ein Gefühl, als ob man hier mitten an der Ostsee oder irgendwo am Meer, am Strand ist, fehlt eigentlich nur noch das Wasser. Davon gibt es hier aber leider nicht so viel. Aber diese Düne, die wandert, bewegt sich ja durchs Gelände, wird durch den Wind immer weiter vorangetrieben. Und ihr habt sie sehen, man kommt auch ziemlich schwierig drauf voran. Dann lasst uns mal weiterziehen. Bunker, Wölfe und Wanderdünen. Das ist das, was man hier zum Beispiel zwischen Jüterburg und Luckenwalde im Forst Zinna finden kann, in dem ich heute mit euch unterwegs bin. Man muss ziemlich vorsichtig sein. Ich zeige euch nachher mal ein paar Sachen. Hier liegt teilweise Munitionsreste liegen hier rum. Das meiste ist hochgegangen. Das, was nicht hochgegangen ist, möchte man lieber nicht finden. Die Nutzung dieses Geländes hier ist schon weit über 100 Jahre. Zuletzt war die Sowjetarmee noch hier und hinter mir, da seht ihr einen Bunker, wahrscheinlich ein Beobachtungsbunker für Schießübungen. Ist der gesamte Gürtel unterhalb von Berlin und Potsdam ist durchsetzt mit militärischen Übungsgebieten, die auch schon, wie gesagt, über mehr als 100 Jahre genutzt werden. Und durch den Forst Zinna, das ist das Gebiet, wo ich euch heute durchführe. Jetzt befinden wir uns auf einem der Hauptwege. Und die sind teilweise sogar ausgeschildert. Aber ansonsten ist es zu empfehlen, sich zusätzliche Orientierung mitzunehmen. Ich für meinen Fall löse das über Komoot. Wer Komoot nicht kennt, der sollte sich mal unsere Tutorial zu Komoot anschauen, damit er weiß, was man damit machen kann. Also mir ist es eine sehr nützliche Hilfe, um mich hier innerhalb dieses Geländes, was auch viele kleine Pfade hat, die auch eingezeichnet sind, sich hier zurechtzufinden. Und dafür nutze ich, wie gesagt, Komoot. Wenn man mit Hund unterwegs ist, ist es super, wenn man so ein bisschen die Signale des Hundes aufnimmt. Wir haben gerade eben eine Wildschweinrotte aufgescheucht. So schnell konnte ich die Kamera gar nicht bereit machen. Der Hund fing schon zeitig an zu ziehen und ich habe gemerkt, dass irgendwas in der Nähe sein muss. Und plötzlich war dann auch die Bewegung im Wald zu sehen, aber wie gesagt, leider zu spät, sodass ich euch das nicht zeigen kann. Aber eine Wildschweinrotte, die ist uns auch schon mal hier beim Weg gelaufen. Da kann ich noch mal Bilder einblenden, die älter sind. Ansonsten haben wir auch schon mal geschafft, einen Rothirsch, einen Kapitalen aufzuschrecken. Das war auch sehr imposant, wie der weggelaufen ist. Den Wolf selber, wie ihr schon gelesen und gehört habt, den soll es hier geben. Aber die Chance, den zu sehen, ist bei so einem Gelände hier relativ gering. Auch wenn hier halt ein Rudel sich irgendwo aufhält. Aber Deckung ist so gut,
das wahrscheinlich, wenn sie in der Nähe sind, einen eher bemerken, als man die selber sieht, sodass man sie wahrscheinlich nicht filmen oder fotografieren kann. Die einzige Chance wäre eventuell, wenn man auf dem Wildpfad irgendwo eine Wildkamera aufhängt, da hat man möglicherweise die Chance, den Wolf noch zu sehen. Wir gehen jetzt noch ein kleines Stück. Ich möchte euch noch einen schönen Teich zeigen. So, das war unsere kleine Runde, die wir hier im Forst Zinner-Jüterburg-Keilberg, glaube ich, so nennt sich hier dieses Naturschutzgebiet, gedreht haben. Zwischen Bunkern, Wölfen und Wanderdünen. Wölfe haben wir keine zu Gesicht gekriegt. Vielleicht ist das unser Glück. Andererseits, wie gesagt, Tiere sind scheu. Man muss da keine Sorge haben. Den Hund an der Leine lassen, nicht frei laufen lassen. Dann ist auch das Tier sicher, weil der wird möglicherweise sonst als Eindringling gesehen und attackiert. Aber so war das hier ein schöner Ausflug. Ihr habt schon mal erste Eindrücke bekommen. Ich bleibe jetzt hier für ein paar Tage. Das heißt, ich werde noch mehrere Ausflüge machen, werde mir noch andere Ecken hier oben anschauen. Wenn euch das interessiert, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Noch besser, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr von dem Harzer Bergwald. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Ciao.